Nach heutigen, ja ich sag mal mehrheitlicher Anerkennung läuft Folgendes ab. Sie wissen, alles, was wir sehen, was wir Materie nennen, besteht aus Massen. Massen haben ein Gewicht, sie unterliegen der Schwerkraft. Elektronen haben eine Masse, Atomkern hat eine Masse. Alles besteht aus Atomkern und Elektronen. Aber jetzt gibt es einen Raum dazwischen, zwischen Atomkern und Elektronen. Und der ist riesengroß. Wenn Sie den Atomkern so groß wie einen Fußball machen, 20 cm, dann wäre im Falle des Wasserstoffatoms das nächste Elektron in 10 Kilometer Entfernung. Das ist also ein Riesenraum. Dieser Raum füllt uns auch aus, vollständig fast. Man sagt, muss vollständig sagen, denn zu 99, und jetzt kommen weitere 99% unseres Raumvolumens, bestehen wir aus diesem masseleeren Raum. Da gibt es keine Massen. Oder umgekehrt, nur zu 0, und jetzt kommen 8 Nullen und dann eine 1, Prozent bestehen wir aus Massen. Das ist so gering, dass man es vergessen könnte. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir so vollständig aus diesem sogenannten Vakuum bestehen, so heißt es in der Physik, ja, was steckt da eigentlich Wichtiges drin? Und jetzt gibt es das Modell in der Quantenphysik, dass dieser Raum, Wieler ist der hauptsächliche Verfechter davon und vorher war es Bohr, das heißt auch deswegen Kopenhagener Deutung, dass dieser Raum voll ist von Energie und Information. Aber, und das ist jetzt wichtig, als sogenannte Virtualität, als Möglichkeit. Und diese Information und diese Energie wartet darauf, in die Realität geschaltet zu werden. Was meinen wir mit Realität? Realität ist für uns westliche Menschen, in der östlichen Philosophie sieht es etwas anders aus, ist für uns westliche Menschen das, was mit Kräften arbeitet und mit Zeitoperation. Was heißt das? Wenn wir ein Messgerät aufstellen, dann wird eine Energie übertragen, es entsteht eine Kraft und jetzt sagen wir, ist etwas vorhanden, Realität. Und weil dieses Vorhandene anders aussieht als das vorher, sagen wir, es ist eine Zeit vergangen. Nun entsteht überhaupt erst Zeit. Kräfte entstehen immer erst an Massen, Zeit entsteht immer erst an Massen und wir nennen diese Kraftoperation und diese Zeitoperation Realität. Jetzt muss man aber fragen, ja, wer schaltet denn jetzt aus dem Virtuellen, aus dem Möglichen in die Kraftkomponente hinein? Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Die Kopenhagener Deutung sagt, es ist eine Beobachtung. Und diese Beobachtung ist mit einem Messvorgang verbunden. Und diese Beobachtung ist an ein Geben von Sinn und Bedeutung gekoppelt. Eine Maschine kann das nicht. Und wer gibt Sinn und Bedeutung? Menschen oder andere Lebewesen. Und damit Sinn und Bedeutung gegeben wird, ist ein Bewusstsein notwendig. Wieder sind wir beim Bewusstsein. Und unbewusst geben wir Sinn und Bedeutung mit Gefühlen. Das ist sogar der Sinn der Gefühle. Wenn das passiert, dass wir Sinn und Bedeutung gegeben haben, passiert etwas sehr Eigenartiges. Aus der Möglichkeit, das ist eine Überlagerung, ein Rauschen von allem Möglichen, man spricht jetzt von Kollabieren der Möglichkeiten, entsteht eine sogenannte Entität. Entität heißt das, was ein Sein hat, was die Information für eine Kraftübertragung darstellt. Jetzt sind wir so weit, dass wir etwas messen können. Jetzt haben wir Realität. Also zusammengefasst, die Quantenphysik sagt, im speziellen Fall die Quantenmechanik sagt, wenn wir aus dem Meer aller Möglichkeiten, sprich Vakuumbereich, das ist ein schlechter Ausdruck, weil Vakuum sieht immer so leer aus, aber es ist ja voll, es ist ein Meer, ein Plenum. Wenn wir aus diesem Meer aller Möglichkeiten eine Möglichkeit herausfischen, die erkannt haben mit Sinn und Bedeutung und dann ist es in dem Augenblick, wo wir das sagen, Information. Information muss erkannt sein, sonst wäre es keine Information. Dann entsteht ein Teilchen, das nennen wir Quanten. Können ein Photon sein, kann ein Gluon sein, gibt es viele Teilchen. Und dann werden Kräfte übertragen und jetzt entsteht Realität. Und das geht nicht nur mit einem Quant, das geht auch mit Mustern von Quanten. Und jetzt vielleicht noch eins wichtig. Dieses Vakuum in uns, sprich das Meer aller Möglichkeiten, wenn man das rausnehmen würde aus unserem Körper, blieben von uns etwa 20 Mikrometer übrig. Man müsste uns mit dem Mikroskop suchen.
Übergewicht behalten wir trotzdem, weil die Massen sind ja weiterhin drin. Aber dieses Vakuum geht jetzt fließend über in diesen Raum. Dieser Raum geht fließend über in die Atmosphäre der Erde. Fließend über in den ganzen Kosmos, ins ganze Universum. Und dieser ganze Raum des Universums, einschließlich meines Innenraums, ist identisch als Meer aller Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt etwas in die Realität geschaltet habe, dann wird das registriert von dieser sogenannten Speicherplatte. Das nannte ich vorhin mit Interwelt. Das wird registriert. Diese Muster bleiben erhalten. Man spricht da als Modell von einer Musterordnung der Higgs-Teilchen. Man denkt, dass diese Informationen über Higgs-Teilchen repräsentiert werden. Und was ich hier jetzt einspeichere, hier und jetzt, verbreitet sich, weil es dort keine Zeit gibt, es gibt keine Massen in diesem Raum, sofort, man sagt, von quasi instantan ins ganze Universum. Und an jedem Ort des Universums könnte ich diese Information wieder herausholen und wieder zu Kräften laufen lassen.